Oh. Jetzt wird er überstattet hier. Schnur aus dem Gummi gezogen. Wo ist der denn ganz? Was ist das? Ja, moin, ne? Moin. Unser Ziel ist Fisch. Ja. Ich habe da nur meine Sachen hingestellt und Ella ist, haust du da von meinem Eimer? Die wird immer frecher. Guckt euch das mal an. Ella, ich habe nichts für dich mit. Ne. Ich habe hier noch nicht mal meine Jacke an. Jetzt mal, seh mal zu da. Lass mich. Ja, das wird ja wieder was heute. Die werden wir heute auch nicht mehr los. Das weiß ich jetzt schon. Ja, Olli, heute. Olli. Ja, Olli natürlich auch. Der weiß gar nicht genau, was ich hier will. Ich habe Würmer mit. Ich habe eben noch Maulwurfshügel gegraben. Nicht gegraben, sondern geholt hier. Weil ich wollte nichts. Maulwurf mit Hund hatte ich keine Lust drauf. Und machen wir mal ein bisschen Würmer da mit Erde, ein bisschen Futter. Und ich glaube, wir kriegen da Spaß. Und dann werde ich euch mal ein bisschen hier so austarieren, posen, erklären. Wir werden mal einen Stopperknoten binden. Ja. Und so weiter. Und ich glaube, wir fangen Fisch. Heute Morgen wieder kalt geworden, aber Ausreden vor Ziel nicht. Und dann rocken wir. Hier, da. Ich habe nichts für euch. Nein, werd euch nicht wieder los, wenn ich euch was gebe. Ja, ich versuche hier gerade meine Pose mal ein bisschen auszubleien. Weil eine Angel muss ich jetzt ins Wasser haben, dann werde ich verrückt. Ich muss angeln. Ich bin unterangelt. Ja gut, jetzt sind wir schon wieder drin in der Filmnummer. Olli gibt mir überhaupt nicht die Chance, dass ich mich mal hier 3 Minuten konzentrieren kann auf das, was ich hier mache. Aber er hat ja recht. Ich suche meinen Stopper. So, schon mal wieder Tipp, ne? Das Blei nicht vorne in die Steine fallen lassen, dann ist es weg. Das ist mein Stopper. So sieht er aus. Und das zeige ich euch nachher nochmal in groß. Kann ich fantastisch verschieben. Ziehe ich den noch mal ein bisschen an. Und ich will hier auch gar nicht weit raus angeln. Ich habe extra eine hübsche Pose genommen, damit ihr die auch sehen könnt. Oh. Da hatte ich Ella im Haar. So ein Biest. So läuft Werbung. Ihr müsst hingucken. Ich brauche einen Angelhaken. Ich fange mal mit dem 6er an. Weil ich will ordentliche Fische fangen. Und dann kann man da auch einen ordentlichen Haken drauf machen. So abwickeln, Angelhaken, kann man gar nicht oft genug zeigen. Finger dazwischen, einmal drehen, simsalabim. Fertig ist die Kiste. So, den hänge ich da jetzt mal ein. Standardwirbel. Ich brauche noch ein Schrotblei. Problem, ne? Wenn ihr jetzt werft, da oben ist der Köder, hängt sich ein, schwimmt immer alles auf den Kopf. Habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt, aber jetzt nehme ich die Pose so hoch, dass der Haken die Pose nicht berühren kann. Und dann gibt das keinen Tüdel mehr. So, da kommt jetzt ein Schrotblei hin. Muss hier eh noch mal genauer bleien. Ja, will noch ein Blei mehr aufbauen. Die stören ja hier oben auch nicht. Die Pose muss schon so relativ vernünftig gebleit sein, damit die Fische nicht ganz so viel Widerstand haben. So, das ist schon ganz gut. Da ungefähr will ich hin. Jetzt klippe ich das ein und werde das gleich nochmal mit dem Edding markieren. Und da will ich angeln. Und jetzt hole ich mir schon mal einen Wurm. Wir haben noch nicht mal angefüttert. Das mache ich gleich. Dann nagel ich mal einen Wurm drauf. Und dann habe ich eine Angel im Wasser und dann geht es mir besser. Die Würmer habe ich immer gern in so einem Beutel. Kann man schon mal nachfeuchten. Bisschen Moos drin. Und dann hat man da nicht so einen Raschelkram. So, und den Wurm picke ich jetzt nur einmal durch. Hakenspitze frei. Ne? Und die lege ich da schon mal hin. Dann hat Olli was zu tun, der kann eine Pose filmen und ich mache die anderen Sachen mal fertig. I came from the mud, there's dirt on
on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Ich will mit Erde und Futter arbeiten und werde das jetzt so mischen, so, ich sag mal, ich werde mal so ein Drittel Futter nehmen und Kopfrechnen, ne? Drei Viertel Erde, ne? So macht ihr das. Das geht aber erst, wenn ihr, also das Futter muss erst angefeuchtet sein, bevor Erde dazugegeben wird. Das ist ganz wichtig, sonst hat man die volle Matsche. Ich mach mal, muss es ja so ein bisschen hochrechnen. Ist im Kopf auch einfacher, ich mache halbe halbe. So, jetzt brauche ich ein bisschen Wasser. Es wird Muskelkater geben wie Sau hier bei dieser Bergsteigerei. So, der Plan ist, Barsche zu fangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vor den Brassen und Güstern nicht ganz weglaufen können. Aber so ein Erfahrungswert ist, wenn wir da gut Lebendköder reinbauen, dass die Barsche mit auf den Punkt kommen. So, das lassen wir jetzt mal ein bisschen hier ziehen. Und jetzt packe ich da Erde drauf. Die siebe ich jetzt auch mal ein bisschen durch. Und ab jetzt gibt er schwierige Finger. Aber richtig schwierige Finger. Ohne Hund, vom freien Acker. Fuchs kann mal klappen, ne? Ihr wisst ja, der macht immer auf dem größten Haufen, ne? Nicht der Teufel, sondern der Fuchs. Aber ich habe geguckt, das war ein ganz frischer Hügel. Und sonst haben wir noch eine Tollwutnummer dabei. So, Würmer habe ich ein paar mit. Da kommt auch noch ein bisschen Erde. Mann, du, da hat Ralf mir aber gute. Die sind auch zum Lachsangeln gut. Ich habe noch ein Kilo mehr mit. So, Barschfutter. Ja, die werden aber heute satt. Das sind ja kleine Taubwürmer hier. So, das siebe ich auch nochmal aus. Könnt ihr auch zur Not mit dem Keschernetz machen. Das geht auch. Wenn ihr ein grobes Keschernetz habt, kann man die auch ganz gut sieben. Ich habe noch ein paar Maden mit. Ich habe mal die Maden aus der Kühlung genommen, die weg müssen. Ein paar Kasa mit drin und so. Das ist gut, da treibt auch meiner auf. Und das ist lecker, ne? Ja. Ja, hier gibt es vom Feinsten. Ja. Und? Sonst was aus dem Wasser? Noch nicht, aber nee. Wir hoffen, dass das gleich losgeht. Ja, ne? Ja. Dann wünsche ich euch viel Glück. Danke. So, die Würmer, die muss ich jetzt ein bisschen zerkleinern. Weil die sollen ja nicht auf einmal satt sein. Obwohl, wenn da nur zwei Barsche kommen, ne? Werden sie satt sein. Dann habe ich mich verpokert. Für so ein bisschen Angeln ist das, finde ich, eine Top-Mischung da so ein bisschen durcheinander. So, das wird im Sommer auch nochmal auf euch zukommen oder im Frühjahr, wenn ich stippen gehe, auf ordentliche Fische. So, da ist jetzt richtig was drin. Das kann man jetzt auch erkennen. Das ist überwiegend Erde. Und die brauchen wir jetzt, um die Würmer da nach unten zu bekommen. Und hierbei dann auch wieder der Trick, das jetzt nicht hier auf 8 Quadratmeter verteilen, sondern das relativ genau füttern, weil sonst kann man sich das Füttern auch sparen. Wir wollen ja gleich mit zwei Angeln angeln. Und nochmal, das ist jetzt hier nicht monster viel Futter, sieht nur gewaltig aus, es ist überwiegend Erde. Wir machen eigentlich nur die Gracht flacher. So. Oh, I know. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. So, die zweite Sido ist auch scharf. Da kommen jetzt mal zwei Dendros drauf oder drei. Also Dendro heißt, oh, Dendrobena. Großer Rotwurm. Weil ich höre da manchmal so Aussagen, Dendrodendrum und so weiter. Ja, wir wollen ja Fische fangen. Und wenn das nicht geht, können wir immer noch kleiner werden. So, Edda, aus dem Weg da mal, bitte. So, ich angel hier mit einer Mono-Schnur. 25er. 25er Mono. Und klippe ich auch erstmal ein. Markieren kann ich gleich noch.
guten Ständer hier auch irgendwo. So, jetzt habe ich so taktisch. Zeige ich euch mal, wenn ich die Pulse jetzt rankurbeln. Die liegt genau auf der Kante. Ich habe ein bisschen, also zwei, drei Futterballen auch ein kleines Stück weiter geworfen, wenn ich jetzt ziehe. Ah, kann man schon sehen, geht die Pulse auf Kipp. Das heißt, flacher, da wird es tiefer. Da ist eine kleine Kante. Und solche Kanten, die sind Magie. Da steht der Fisch. Wenn ich noch weiter ziehe hier, könnt ihr das noch genauer sehen. Liegt das noch mehr auf. So, und ich möchte jetzt die eine Angel, die lege ich jetzt dahin. Bin ich jetzt kurz hinter der Kante. Und die treibt jetzt ein bisschen und dann bleibt der Wurm genau da unten an der Kante liegen. Das könnt ihr euch vorstellen wie hier vorne. Das ist genau so. Da liegen auch noch ein paar Steine, das kann auch mal einen Hänger geben. Aber da liegt der Köder und das sieht, ja, das kann man als Angler riechen, ne? Wenn Fische irgendwo sich aufhalten, dann dort. Ja, Olli, da ich nicht aufgepasst, du. Der ist ja ganz schön weit mitgelaufen. Ach, schade. Das war schon einer. Und an der Route, die an die Kante getrieben ist. Ich wollte gerade einen Eddingstift holen, weil mir hier was nicht gefällt. Aber das werde ich jetzt ganz schön mal regeln. Olli, du passt auf. Ich muss schon mal was aus dem Auto holen. Mann, Olli, jetzt wird das stressig hier. Barsch. Bin ich aus der Pusse. Taktik aufgegangen, da ist der Erste. Ich muss ja schon mal ans Auto was holen. Ne? Ich habe jetzt eingeklippt. Problem ist, wenn ich jetzt die Angelbügel schließe, hinlege, habe ich jetzt schon eine Pose drauf, fein gebleit. Aber wenn der Fisch jetzt nimmt, hat er sofort Kontakt zur Rute. Und auch wenn ich den Bügel aufmache, hilft das nicht viel, weil geklippt ist. So, jetzt markiere ich das mit dem Edding. Ich lege die hier mal hin, das geht besser. Das mache ich bei der anderen jetzt auch gleich so. Und jetzt kann ich die Schnur aus dem Clip nehmen. Und ich lasse sie jetzt auch draußen. Aber ich setze die noch mal neu ein. Gefällt mir so jetzt nicht ganz gut. So, da ist die Markierung. Und jetzt packe ich die Schnur. Wenn ich den Bügel jetzt offen lasse, durch die Oberflächen trifft, treibt mir das alles weg. Jetzt habe ich hier ein Gummiband drauf, so einen Gummiring. Und klippe die Schnur, obwohl ich mit Poseangel ein. Damit, wenn da, ja, damit ein Fisch, wenn er da jetzt reinruggelt, keinen Widerstand hat, so ganz eben da reingetüdelt. Und wenn er jetzt ein Biss kommt, kann der viel besser nehmen. Und ich glaube, ich werde jetzt auch die zweite Route mit dem Rotwurm fertig machen, weil auf Tauwurm ist noch kein Biss gekommen. Da war an beiden Routen auf jeden Fall Biss. Ich habe die Schnur schon mal rausgenommen, damit der Druck darunter ist. Also ich habe noch eine Angel, ne, falls sie dann noch mal zu sehen ist, hier unter die Brücke geworfen. Ich habe noch eine dritte Rute dabei. Da habe ich einfach mal zwei Tauben mal raufgehängt. So, kontrolliere ich mal. Da ist irgendwas dran. Ich habe doch gesagt, da war ein Biss. Da habe ich einen Brassen. Oh Gott, jetzt habe ich die Brassen auf dem Punkt. Habe ich den im Bauch gehakt? Verstehe ich nicht. Nee. Super. Genau.
Wollte ich heute ja nicht, ne? Aber ein Pfiff. Mann, hat ein Dampf. Hat gerödelt wie so ein Bach da unten. Ein Bresen. Ja, und hier heißen die Dinger Brassen, ne? Hopp. Oh. Jetzt wird er wach, dass ich hier Schnur aus dem Gummi gezogen. Wo ist der denn ganz? Was ist das? Jetzt kommen die Rotaugen. Vor der Punkt angenommen. Dann ist immer noch nass. Was für ein schönes. Ja, jetzt stehe ich hier mit meinem Talent. Ne? Alle Angeln aus dem Wasser. Das ist nochmal gut. Jetzt fehlen nur noch die Barsche. Aber der erste Fisch war ja am Barsch. Ne? Weiter sage ich mal nichts dazu. Den Spruch kennt ihr alle. Dann macht er die Schnur stramm. Und jetzt helfe ich ihm mal hier. Boah, das ist Posenangeln, das ist so geil, ne? Das bringt so einen Spaß. Da ist auch Biss. Machen wir den erstmal. Der läuft besser. Tja, versiebt. War nicht der 50er Barsch. Es geht da schon wieder einer los. Man muss ja was zu tun haben, ne? Zielfisch. Der hat den Tauwurm, der mir abgegangen ist, den hat er gerade fallen lassen. Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Barsche. Barsche auf Wurm. Das ist eigentlich ziemlich sicher. Das ist auch ein Brassen. Nein, nicht bekommen. Das sind natürlich auch ganz schön große Haken, ne? Aber das ist Absicht. Olli, ich habe hier an der Betrügerangel hier. Auf Tauwurm mal ein bisschen. Barsche, Barsche. Barsche laufen. Ich kann euch anfassen, meine Hände, die werden gar nicht trocken bei den ganzen Fischen. Guck mal hier. Gierig ist untertrieben. So, welche nehmen wir zuerst? Guck mal, wie die Schnur läuft hier. Oh, voll Dampf. Mann. Das ist ein Bresen. Ja, Olli, das kannst du ungeschnitten weiterlaufen lassen, was wir hier machen. Das wollt ihr gar nicht glauben. Es ist nur Biss. Und Köder finden die gut. Aber Frequenzangeln ist, die muss jetzt erstmal rein. Wieder. Boah. Und nicht mal gekriegt. Treibholz, das passiert aber nur im März. Nachher kommt hier kein Treibholz mehr vorbei. Oh, das riecht hier nach Pommes, Olli. Riechst du das? Das ist Pommes. Irgendeiner hat hier Pommes oder so was auf dem Feuer. Ich liebe ja Posenangeln. Ne? Na, zieht er ihn raus? Wollen wir ihn mal rausziehen lassen? Na, 12 cm Barsch schafft das scheinbar nicht. Ich glaube, dem muss ich helfen. Aber die Barsche, die laufen, ne? Ja, ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Wie viel haben wir jetzt? 5 oder so?
Irgendwie so, ne? Ja, das ist nicht schlecht, ne? Jetzt warten wir nur noch auf den richtigen. Na, mach dich mal schick. Ja. Barschel. Also ihr könnt euch ja mal einen Namen überlegen für den Erbil. Den werden wir noch öfter mal sehen. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn ansprechen soll hier. Zielfisch auf Zielfisch in unglaublichen Größen. Der macht dich aber hübsch. Oh, schöner. Komm. Naja, ich habe ja eben gesagt, die sollen Mama mal Bescheid sagen. So, dann haben wir so langsam das Dutzend voll, ne? Schöner, ne? Wenn ihr da mal eine Stimme hört im Hintergrund, da oben steht Hans. Das ist der, der immer dazwischen redet. Also der wird im Film dann immer zu hören sein. Sag mir das doch, schlag mir ein Stück Dreck ins Gesicht. Nein, ich war auch kein Dreck. Ich habe das nur lieb gemeint. Wir müssen ja wissen, wer da redet, Hans. Ja, ich werde da noch mal eine Portion nachlegen, ne? Weil da ist wieder Ente in der Schnur. Hau ab. Weil da unten sind richtige Fressmaschinen auf dem Weg. Da kann nicht mehr viel Leben drin sein. So, Enten. Pass auf, Ententrick. Da geht ihr hin und dann kriege ich mein Zeug dahin. Da teilen die sich auf. Da hinten für euch. Ja, da kannst du ruhig tauchen, da kommst du nicht hinterher. Das Ding liegt unten. Mach Spaß, Olli. Guck mal, und sogar die Sonne kommt durch. Bei ihm kommt die Sonne durch. Ich habe die Haken auch was voll hier. Aber ich mache die noch voller. So, 5 dicke Dendros drauf, in der Hoffnung, dass der große Fisch darauf aufmerksam wird. Mann, wie der sich da verhält, das könnte der erste Aal des Jahres sein. Nee, dafür ist er jetzt wieder zu schnell, glaube ich. Fünf Dendrobena Brassen. Plan voll aufgegangen. Die hat er sich richtig reingehauen. Ein Stopperknoten. Also erstmal, pass auf, ich habe die Angeln jetzt mal rausgenommen. Wir haben so viele Bisse. Dabei könnte ich nichts erklären. Das würde gar nicht gehen. Das ist echt verrückt, was hier abgeht. Stopperknoten. Die kann man ja kaufen. Ne? Kennt ihr die Fadenstopper, Gummistopper? Aber Matchruten zum Beispiel haben ganz kleine Ringe von Haus aus. Und ja, und die Ringe werden immer kleiner bei den Angelruten. Und das ist schon echt cool, wenn man sich den selbst binden kann. Ich habe jetzt hier, ich angel da eine 22er Hauptschnur und habe mit 18er Mono Schnur da einen Stopper drauf gebunden. Das soll jetzt hier, das ist ein Gummiband. Habe ich nicht mal drauf geachtet. Naja, gut, wird gehen. Das soll jetzt die Hauptschnur sein. Und jetzt wollen wir da mal einen Stopper drauf binden. Läuft auch schlecht durch die Ringe, weil ist ein bisschen dick, aber das kann man erkennen. So, da schneide ich mir mal ein Stück von ab. Und wenn ihr den da rauflegen wollt, dann braucht ihr, da legt ihr eine Schlaufe in die Leine. Ja, man kann auch wieder so kurz abschneiden, dass man sich das Leben schwer macht. Und jetzt drehe ich die Schnur durch die Schlaufe. Und das macht ihr so 8-9 Mal.
Ich mache jetzt hier nur 5 Wicklungen, aber normal so 8. Das kann auch 10 sein, aber 8 ist gut. Und dann zieht ihr das stramm. Und zieht den nochmal an. Und lasst den auch ein bisschen länger überstehen. Ich bringe ihn mal auf eine Länge. Jetzt habt ihr den Vorteil, der Knoten steht jetzt in Wurfrichtung, verkantet in den Ring nicht und ist super fein. Und ihr könnt den fantastisch verschieben, ein bisschen länger stehen lassen, damit man mal wieder nachziehen kann, wenn das sein muss. Und dann könnt ihr auch ja, mit fast allen Ruten Stopper angeln. Das geht einfach gut. Ja, du Olli, die Brisen habe ich am Punkt nochmal nachgefüttert. Aber das ist ja kurzweilig, ne? Da beißt immer was. Und zwar so, dass wir nicht mal zum Essen kommen und zum Kaffee trinken. Ich glaube, unsere längste Beißpause war, ja, hatten wir da 2 Minuten? Hatten wir nicht. Ich glaube, wir hatten keine 2 Minuten Pause. Boah, jetzt noch ein Barsch in der Größe, das wäre was, ne? So, der Brassen, der ein Barsch sein sollte. Also ich würde sagen, wir steigen hier mal mit dem Brassen aus, weil Olli hat Hammer Spaß gebracht, Fische ohne Ende. Und unser Ziel ist Fisch, geht natürlich weiter. Ich bin hier unkoordiniert, Kescher, 2 Angeln und wir machen weiter. Und ich glaube, wir gehen jetzt noch ein bisschen angeln. Ich habe noch eine Idee. Man muss ja immer so einen Tag was anfangen. Haut rein, bleibt gesund. Bye.